Die Insel der Alchemie ist ein uralter Bau. Vor vielen tausend Jahren wurde begonnen, diese Struktur aus dem Fels herauszulösen. Geformt wurde sie von den Vorstellungen der Menschen über die Welt und wie sie entstand. An ihrem höchsten Punkt, den Sternen nahe, wurde ein Ort geschaffen zur Befragung der Gestirne. 12 Halbbogen stehen für die 12 Sternbilder des nördlichen Himmels. Witter, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Das Rad im Zentrum trägt die Symbole der himmlischen Sphären. Erde, Sonne, Mond und die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto und das Sternenzelt. Von dort oben kann die Insel gedreht werden, um sie der Konstellation der Sterne folgen zu lassen. Das astrologische Observatorium ist der heilige Ort der Insel. Zu ihm kann nur gelangen, wer das Labyrinth der Erkenntnis meistert. Und die Macht über die kosmischen Urkräfte kannst du erlangen.
Stell dir vor, was ein kluger Kopf wie du mit diesen Gaben anfangen könnte. Energie aus dem Nichts erzeugen, Krankheiten vernichten, ja, Tote auferwecken. Wäre das nicht aller Mühen wert? Auf dem Laptop findest du meine Aufzeichnungen. Ich denke, du wirst damit zurechtkommen. Ach, eines noch. Wenn du das große Werk vollendet hast, wirst du die Macht besitzen, mich wieder zum Menschen zu machen. Das wirst du doch tun, oder? Hast du es gebracht. Die Insel der Alchemie hast du erreicht. Doch wisse, Mensch, die Kräfte, die dir hier begegnen werden, sind anderer Art. Dein Schicksal und das Schicksal dieser Welt stehen auf dem Spiel. Kehre zurück in dein Universum, denn dies ist der Platz der Wissenden.
Thank you.